Hallo Leute, hier ist wieder euer Fabi und es heißt wieder Let's Play Stronghold. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben bei Mission 5. Ja, ich würde sagen, starten wir. Ihr setzt eure Jagd auf die flüchtenden Überlebenden bis tief in die nächste Grafschaft fort. Doch in der Abenddämmerung kommt Nebel auf und ihr verliert sie aus den Augen. In der Zwischenzeit. Sie haben ein halbes Dutzend meiner Patrouillen getötet und dringen tatsächlich in eine meiner Grafschaften ein. Ich muss etwas unternehmen. Bleibt ruhig, der Püß. Alle rebellierenden Söldner, die ihr Salz wert waren, sind schon vor Monaten ins Ausland geflüchtet. Eure Männer werden mit ein paar greinenden Vogelfreien schon fertig. Wieso geht ihr nicht mit mir auf die Pirsch, um euch etwas abzulenken? Aber sie sind nur einen Steinwurf weit entfernt. Ich muss etwas unternehmen. Sendet doch einfach eine kleine Belagerungstruppe aus, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Ihr habt leicht reden! Entspannt euch. Bis wir von unserem Jagdausflug zurück sind, hat sich das Problem von alleine gelöst. Vertraut mir. Die Schlange war früher Statthalter in einer der wohlhabendsten Provinzen seiner Heimat, wo er ein äußerst ertragreiches Leben führte, indem er nicht alle gesammelten Steuern angab. Als der König jedoch davon erfuhr, versetzte er ihn hierher in die neuen Kolonien. Während einer seiner ersten militärischen Konfrontationen trat er gegen euren Vater an und verlor dabei ein Auge. An jenem Tag schwor die Schlange sich, erst Ruhe zu geben, wenn die Schädel eurer gesamten Familie auf Pflöcken aufgespießt um seinen Bergfried aufgereiht stünden. Eure Kundschafter berichten, dass ihr festsitzt. Ihr habt nicht genügend Vorräte, um weiterzukommen, und nicht ausreichend Männer, um euch den Weg zurück freizukämpfen. Es bleibt euch nur die Möglichkeit, hier auszuharren. Die Kundschafter haben eine Insel in einem breiten Fluss gefunden, die sich ausgezeichnet verteidigen lässt. Einer eurer Hauptmänner hat bereits mit der Errichtung eines Basislagers begonnen. Das Land um den Fluss herum ist fruchtbar, ihr könnt dort Getreide anbauen. Na gut, dann machen wir das mal. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So, wieder die Holzfäller. So, 5 Stück dürfte reichen von der Anfang. Ja, wir sehen diesmal die Getreidefarm. Das ist wohl die aufwendigste Nahrungsmittelproduktion, aber auch die ertragreichste. Man benötigt so 3 bis 4 Getreidefarmen. Sie liefern dann wiederum genug Getreide für eine Mühle und eine Mühle unterstützt oder liefert halt genug Mehl für ca. 8 bis 10 Bäckereien. Ja, Waffengebäude haben wir wieder die Pfeilmacherei. Die Hütte können wir dann gleich bauen. So. Und sonst dürfte es nichts Neues erstmal geben. Genau.
sieht. Die Getreideformen müssen halt erst das Getreide aussehen, beziehungsweise den Acker bearbeiten, dann das Getreide aussehen. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis das Getreide wächst, das Ernten, und dann könnt ihr es erst zum Vorratslager bringen. Also es dauert alles eine kleine Zeit, aber ihr werdet nachher sehen, es wird äußerst ertragreich werden. Also das ist wirklich die beste Variante, wenn man schnell oder wenn man viel Nahrung benötigt. Beziehungsweise sie auch verkaufen kann später. Diese Politik der Nullsteuer hätten wir als letztes erwartet. Wir benötigen Holz. Okay. Eure Befehle? Rücken aus! So. Das erste Getreide ist im Vorratslager. Benötigen wir noch ein kleines bisschen Holz und dann bauen wir die erste Mühle. Diesen Holzfäller werden wir gleich abreißen und dann woanders hin platzieren. Ich wollte nur diese Insel hier von Bäumen befreien, da der Platz zum Bauen doch recht rar ist. Ja. Und dann werden wir ihn mal schauen. Entweder hier unten oder hier mit platzieren. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire.
Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Sie kommen! Auf die Brustwehr! Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr, in Bewegung. Eure Befehle? Unerreichbar. So, der erste Angriff ist abgewehrt. Ja. Bin zur Stelle. So, bauen wir weitere Bäckereien. Die Leute verlassen die Burg. Okay. Unsere Goldvorräte wachsen Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Es kommen Leute zur Burg. Bin zur Stelle. Rücken aus! Mit diesen Rationen verwöhnt ihr uns wirklich! Eure Beliebtheit steigt. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ihr seht, es kommen recht schnell die Brote dazu. Hier, wir haben auch genug Mehl.
Wie gesagt, 8 Bäckereien, wenn nicht sogar 9 oder 10, werden auf jeden Fall mit Mehl versorgt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Da können wir noch ein paar Bäckereien bauen, so wie wir das nächste Holz haben. Mein Bogen ist euer. So. Bin zur Stelle. Bauen wir noch einen Bogenschützen. Mein Herr. Auch rekrutieren. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Auf die freie Plattform. In Bewegung. Rücken aus. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, unsere Sire. Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Gut. Diesen Holzfäller könnte ich dann eigentlich auch abreißen, woanders wieder aufbauen. Und diesen wahrscheinlich auch bald. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. So, bauen wir noch ein paar Plattformen hier. Hin. Mit unserer Bogenschützen die Burg auch richtig verteidigen können. Eine Botschaft der Ratte. Bald schon werdet ihr vor mir um Gnade winseln. Ihr habt einfach nicht das Zeug, einen Depüs zu besiegen. Ja, ihr seht, diese und diese Holzfäller müssen jetzt halt recht weit laufen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man die Holzfäller recht nah am Holz positioniert. Beziehungsweise ab und zu mal schaut, ob überhaupt noch in ihrem Einzugsbereich Bäume wachsen. Deswegen werde ich, wenn dieser Holzfäller das nächste Holz ins Vorratslager gebracht hat, und dieser auch niederreißen und woanders wieder aufbauen. Dort unten oder hier. Da haben wir ausreichend Holz. Bin zur Stelle! Ja! In Bewegung! Bin zur Stelle! Die Truppen der Ratte greifen an! Bauen wir hinten mal noch schnell zu. So. Hier noch ein bisschen verstärken. So. Dann können die ersten kommen. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Mein Bogen ist euer. Ja, man sieht, es sind schon ein paar mehr. Gerade die Bogenschützen, die uns jetzt eigentlich eher gefährlich werden können wie die Lanzenträger. Beziehungsweise halt auch unsere Produktion stören könnten, wenn sie jetzt unsere Bevölkerung beschießen. So. Wie gesagt, wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Die Lanzenträger haben halt nicht mehr, naja, eine richtige Chance, an uns ranzukommen.
Sie haben nicht wirklich eine Rüstung und deswegen ist es eigentlich ein leichtes für die Bogenschützen, sie niederzustrecken. Ja, man sieht jetzt auch schön. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wie viel Brot diese Bäckereien produzieren. Ja, es wird auch immer mehr werden. Also gerade bei dieser Bevölkerung von 26 Bauern reicht das locker aus. Ich würde schätzen, sogar noch für eine weitere Hütte, also für weitere 8 Bauern. So. Unsere Burg mal langsam fertigstellen. Weil wie schon in der von der Ratte angekündigt, wird sie ein paar Belagerungseinheiten schicken. Und ja, für die Belagerungseinheiten sind die Holzwälle wirklich ein Kinderspiel. Also die Holzwälle halten nicht wirklich lange stand. Deswegen baue ich schon 2 Reihen. Ja, und sichere es hier noch mit dem Torweg ab. Also, aber wir werden bis dahin genug Bogenschützen haben. Bin zur Stelle! Mein Herr? Um uns zu verteidigen. Sind auf dem Weg! Bin zur Stelle! Eure Befehle? Bin zur Stelle! Ja, in Bewegung. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Ja. Mein Bogen ist euer. Auf eine Plattform passen halt immer. Rücken aus. Optimalerweise. Fünf Bogenschützen. Ansonsten sieht man vielleicht gleich, dass sie hier auf mein die Herr? Auf die Treppe stehen. Und das ist halt, ja, um zu schießen nicht so optimal. Deswegen sollte man lieber 5 Bogenschützen drauf platzieren oder halt eher eine neue Plattform bauen. So. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. Rücken aus. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. Können wir wieder doppelte Rationen ausgeben.
Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Noch ein bisschen erhöhen. Diese Steuern sind ungerecht. Man sieht ja auch, bei den hohen Steuern bekommt man pro Einwohner ein Goldstück. Und ja, wenn man es halt niedriger macht, dementsprechend weniger. Ich bitte euch, Sire, ich muss eine Familie ernähren. Beziehungsweise kann man das auch großzügig spenden. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Machen. Und dann gibt man das Geld den Bürgern zurück. Was wir jetzt aber nicht wollen. Wir wollen ja Geld verdienen. Wenn wir noch keinen Marktplatz haben, wo wir eventuell dann Güter verkaufen können. Eine Botschaft könnten. Der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. So, wie viele Bogenschützen haben wir? Mein Bogen ist euer. 42, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Dürfte uns jetzt nichts passieren. Mal gucken, können wir noch eine Plattform vielleicht bauen? Okay. Wenn dann eher so. Oh no. Die Truppen der Ratte greifen an! Seht, hier sind die ersten Katapulte. Und der Kornspeicher ist voll, my Lord. Mein Herr, das ist leider nicht möglich. Ihr seht auch, die Katapulte richten schon mächtig Schaden an. Eure Befehle? Ja. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Ja! Pfeile bereit! Bogenschützen bereit! Mein Bogen ist euer! Das ist leider nicht möglich! Mein Herr? Bogen der gespannt. Feind ist bezwungen. Eure Befehle? Ja. Seht, bin zur Stelle. In Bewegung. Was ich meinte mit den Holzwellen, dass sie nicht sehr viel aushalten. Eine Botschaft der Ratte. Meine stümperhaften Truppen haben einfach meinen Plan nicht verstanden. Deswegen. Sollte man, wenn dann ja auf Steinwelle, wenn man die zur Verfügung hat, zurückgreifen. Sieg! Gut, das war's. Das Glück ist auf eurer Seite. Ihr habt den Angriff überstanden und noch dazu die Herrschaft über eine andere Grafschaft erlangt. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, erreicht euch eine Botschaft, die euch zurückbeordert. Ihr seid sicher, dass den Lords euer Fortschritt zusagen wird. Gut, dann würde ich sagen, die nächste Mission starten wir im nächsten Let's Play und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Stronghold. Ciao!